Das schauen wir uns mal an einem Beispiel an. Der Hamster steht irgendwo in einer solchen Landschaft und er soll links von sich eine Nische suchen und sich hineinbegeben. Neben diesen zwei Prozeduren, Main und rechts oben, definieren wir zwei boolsche Funktionen, Mauer da und links frei. Der Unterschied zu den Prozeduren ist jetzt zunächst einmal, wo hier das Void steht, steht hier jetzt das Boolean. Und dann ein Name, den ich wiederum frei vergeben darf, der aber natürlich, wie bei den Prozeduren auch, aussagekräftig sein soll. Mauer da. Ja, Mauer da ist das Gegenteil von vorn frei. Und implementiert wird diese boolsche Funktion im Rumpf dadurch, dass ich hier einfach eine Return-Anweisung habe mit not vorn frei. Also immer wenn ich testen will, ob eine Mauer da ist, wird intern getestet, ob vorn frei ist und das negiert. Und dieser boolsche Ausdruck, der Wert dieses boolschen Ausdrucks, wird dann als Funktionswert geliefert und dort genutzt, wo diese Funktion aufgerufen wird. Etwas komplexer ist eine solche Funktion linksfrei. Vornfrei ist ja gegeben, aber ich möchte testen, oder der Hamster möchte testen, ob links von ihm die Kachel frei ist. Wie kann er das tun? Er kann das dadurch tun, dass er sich links umdreht. Dann kann er testen, falls vorne frei ist, ja dann in dem Fall kann er true zurückliefern, nämlich wahr. Dann ist er links frei. Bevor er dieses hier zurückliefert, muss er sich aber wieder noch rechts umdrehen, sodass er seine Ausgangsposition wieder inne hat. Und wenn nicht vorne frei ist, also links in dem Sinne frei ist, dann kommt er in den Else-Fall. Dann soll er sich auch rechts umdrehen, also seine Ausgangsposition wieder einnehmen und false, also falsch liefern. Schauen wir uns diese Funktion nochmal genauer an. Wenn also links frei aufgerufen wird, wird auf jeden Fall was geliefert. In jedem möglichen Durchlauf durch diese boolsche Funktion steht eine Return-Anweisung. In dem Fall wird in jedem Fall, das ist ja alternativ, wird dieses oder dieses ausgeführt, wird in jedem Fall was geliefert. In dem Fall wird der Wert true geliefert, das ist der Wert des Literals true, und in dem Fall wird der Wert false geliefert, also der Wert des Literals false. So, jetzt können diese beiden Funktionen, die jetzt definiert sind, und zwar syntaktisch gültig definiert sind, aufgerufen werden. Und das macht man im Hauptprogramm. Wie sieht dieses Hauptprogramm aus? Ja, solange nicht eine Mauer da ist, solange keine Mauer da ist und nicht links frei ist, hüpft der Hamster eine Kachel nach vorne. Was passiert hier letztendlich? An dieser Stelle steht jetzt der Name einer boolschen Funktion. Das heißt, diese boolsche Funktion wird aufgerufen und ausgeführt. In diesem Fall wird jetzt der Wert von vorn frei ermittelt. In dieser Situation ist das true, vorn ist er frei, und negiert, also false. Das heißt, die Funktion, die boolsche Funktion liefert false. Und dieser Wert wird wiederum negiert, sodass sich daraus true ergibt. Anschließend wird jetzt, dadurch, dass das true ist, muss jetzt ja die rechte Seite der Konjunktion noch ausgewertet werden, diese Funktion aufgerufen. Links frei wird aufgerufen. Links frei wird aufgerufen, das heißt, das Programm verzweigt hier rein, der Hamster dreht sich links um, guckt jetzt also nach oben, testet if vorn frei, nein, es ist nichts vorn frei, also dreht er sich rechts um, also dreimal links um, guckt also wieder nach da und liefert false. Links frei als Prozedur liefert damit false, das wird negiert, also wird daraus true. True und true ergibt true, also hüpft der Hamster nach vorne. Und dann wird wiederum das Ganze getan, also Mauer da aufgerufen, negiert, konjugiert, mit links frei, was vorher noch negiert wird und so weiter.
Irgendwann steht der Hamster jetzt hier. Mit Blickrichtung nach Osten. Mauer da liefert immer noch false, also Nordmauer da true. Jetzt wird wiederum links frei aufgerufen. Das heißt, der Hamster dreht sich links um. Jetzt ist aber vorn frei, nämlich hier nach oben. Also dreht sich der Hamster rechts um, springt also in diese Prozedur und liefert true. Dieses true wird negiert, also false. True und false ergibt false. Also ist diese Schleife beendet. Und jetzt wird wiederum getestet, if links frei. Also wird wiederum hier reingesprungen, links um, es ist vorn frei. Also wird der dritte Hamster sich rechts um, liefert true. Dadurch ist das hier true und der Hamster dreht sich links um und hüpft vor, ist also in der Nische. Die Frage stellt sich, wieso muss hier an dieser Stelle nochmal abgeprüft werden, ob links frei ist? Ja, das Problem ist, dass diese Schleife auch abbricht, wenn sich überhaupt keine Nische links von dem Hamster befindet. Wenn das hier beispielsweise eine Mauer wäre, dann würde er irgendwann an dieser Stelle landen und dann würde diese Bedingung abgebrochen werden, weil diese Bedingung hier schon false wird. Dann könnte man den Hamster nicht links um die Befehle links um vorgeben, weil er dann hier gegen die Mauer dann donnern würde. Deswegen muss hier nochmal abgeprüft werden, ist diese Schleife abgebrochen worden durch diese Bedingung oder durch diese Bedingung. Nur wenn diese Schleife abgebrochen wurde durch diese Bedingung, dann kann der Hamster sich nach links umdrehen und nach vorne gehen. Da schauen wir uns jetzt auch mal noch.